Die Würfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Talkrunde von uns, den Würfelphilosophen. Wir sind heute zu dritt am Start, weil der Zeitiger heute hier ist. Hallo. Hallo. Und der Jonathan. Servus in die Runde. Hallo. Ja, und wer den Alex vermisst, so wie wir, der kann sich ja mal bei ihm beschweren. Der jettet immer in der Weltgeschichte rum und vergisst uns. Nein, ja, er vergisst regelmäßig uns. Die Republik wenigstens. Er kommt wenigstens ja, um nee, die rum. Vergisst uns nicht, aber er hat wichtigere Sachen zu tun, als mit uns über Dinge zu reden. Wow. Ja. Wir schauen da immer so ein bisschen, was so gerade so in der Welt irgendwie passiert und was uns irgendwie umtreibt. Und wir haben uns überlegt, wir sprechen heute mal. Wahrscheinlich ist das schon wieder nicht so das große, also es ist immer ein großes Thema eigentlich, aber so jetzt gerade, wo wir das hier aufnehmen, wir haben Ende August 2023. Ist die Kindergrundsicherung ein dickes Thema? Vielleicht ist das in einem halben Monat, wo da die Folge dann erscheint, schon nicht mehr so. Mal gucken. Wir spannen das Thema einfach so weit auf, dass es nur der Aufhänger war. Frei nach Motto, kann denn irgendjemand mal an die Kinder denken? Genau, wir wollen heute mal an die Kinder denken und deswegen heißt das Thema auch Kinder und Zukunft. Oder wie der Zeitiger es im Vorgespräch gesagt hat, Kinderhass. Gesellschaftliche Kinderhass. Deutschland mag seine Kinder nicht. Ja. Also wie kommst du denn auch zu dem Gedanken, Zeitiger, dass die deutsche Gesellschaft Kinder hassen würde? Ja, wenn man, wie gesagt, der aktuelle Aufhänger ist einerseits diese Kindergrundsicherung, wo man wieder politisch sehen kann, wie man sehr interessant verhandelt. Der eine Person sagt 2, die andere sagt 12. Und die Mitte ist dann 2,4. Aber ein anderes Thema. Nee, der eigentliche Themaaufpunkt ist für mich effektiv es gibt Studien darüber, dass die Kinderarmut in Deutschland uns mehrere Milliarden effektiv nachträglich kostet, im Rahmen von Nachbildung, Bildungschancen, etc. pp. Und gefolgt von, dass wir gerade im Rahmen des aktuellen Bundesgesetzhaushalts, also den Entwurf des aktuellen Bundeshaushaltes, gerade die schöne Kürzungsliste gesehen haben. Und da fallen dann so Sachen drunter, dass 93% für Müttersachen weggestrichen werden und über 30% zwischen 20 bis 30% für alles, was irgendwie Jugendliche betrifft. Sei es nun Bufti, sei es nun Kinder, Ferienprogramm etc. pp. Und man sich dann dasteht, das ist eine interessante Strichliste. Aber warum haben wir immer noch das Dienstwagenprivileg immer noch nicht angefasst, aber streichen stattdessen die Zukunft der Kinder zusammen? Also ich kann es dir vielleicht System. Ich kann es dir vielleicht sagen, weil ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Vermittlung dieser Informationen zu tun. Was soll denn diese jetzt angedachte Kindergrundsicherung bringen? Die Kindergrundsicherung soll bringen, einen Betrag für Kinder und junge Erwachsene, die noch in Ausbildung sind, der relativ unbürokratisch all die Leistungen zusammenfasst, die es bisher so auch jetzt schon gibt. Und die ursprüngliche Idee war ja auch gewesen, den Beitrag dann auch noch anzuheben, also zu erhöhen. Genau, das ist ja nicht passiert. Genau, also und wenn es da eine Erhöhung gibt, mit der man irgendwie boykottieren könnte, dann ist sie nur ganz, ganz minimal. So, das heißt aber auch, dass wir Posten wegstreichen können, beziehungsweise fast komplett wegnehmen können, die es vorher gab und die jetzt mit dieser Kindergrundsicherung einfach obsolet werden, wie zum Beispiel von dir angesprochene Dinge. Oder sehe ich das falsch? Jein, es gab schon früher immer diese Förderprogramme für Sachen wie Zuschüsse zum Essen in den Schulen. Es gab Zuschüsse für Bücher. Ja, braucht man dann ja nicht mehr. Ja, das fällt dann alles flach. Aber es ist letztendlich nur die Vermittlung, dass diese Sachen halt wegkommen.
Aber der Punkt ist ja, die Kosten, die wir ja haben, sind ja seit der Koalitionsvertrag geschlossen worden, sind auch noch explodiert. Und die zugesicherten Erhöhungen sind jetzt, wie gesagt, vom Tisch wieder. Und der nächste Ja, Punkt ist, die muss ich man sich ja begrüße auch es leisten insgesamt. können, ne? Ja, aber der Punkt ist, worin wollen wir denn bitte investieren, wenn nicht so gesehen in die Bildung unserer Kinder, weil Deutschland ist jetzt nicht für seine Ressourcen bekannt, sondern eigentlich sind wir bekannt dafür, dass wir mit möglichst wenig Ressourcen möglichst viel rausholen. Land der Dichter, Denker, Ingenieure, irgendwie so ähnlich war das doch mal. Und deswegen halte ich den Streichkurs, und wie gesagt, es gibt ja für diese Studien, die mir ja recht geben, für völlig fatal. Wir suchen dann haufenweise Fachkräfte im Ausland, statt die armen Kinder vielleicht mal so weit zu ertüchtigen, dass sie überhaupt Fachkräfte werden könnten, auch aus niedrigen Bildungsschichten. Jonathan, du hast gerade die Hand gehoben. Genau, ich fand es ganz spannend. Also der Betrag, um den sich die Familienministerin ja mit Christian Lindner gestritten hat, waren 12 Millionen Euro. Und die Studie, die du zeitiger netterweise verlinkt Genau, hast, die war ja 10 Tage vorher, bevor dieser Streit noch weiter eskaliert ist. genau, da sagte ja Verlinken wir euch ja der. nochmal. Also wir packen das in die Shownotes, Genau, das war ja einen eine Hinweis Studie, darauf. die Ja. Kinderarmut und die Folgen, eine Studie ging Mitte August Genau. durch die Medien. Da sagt der Diakoniepräsident Ulrich Lilje, dass die 12 Milliarden, die vom Familienministerium veranschlagt sind, dafür für den Zweck keinesfalls ausreichen, sondern dass man dafür eigentlich 20 Milliarden braucht. Und an dieser Stelle sei mir ein ganz kleiner Seitenhieb auf dich gestattet, Zeitiger. Du Ah. sagst ja immer, Religion ist wie ein Penis. Es ist schön, wenn man ihn hat, aber es ist unangenehm, wenn man in der Öffentlichkeit damit rumwedelt und ihn allen Leuten zeigt und immer davon Das redet. habe ich gesagt? Ja, das hast du gesagt. Mehr als einmal. Also nicht mit den Worten, glaube Ich ich, wollte gerade aber. sagen, ich wüsste, wenn ich das Wort Penis in den Mund genommen hätte. Ich glaube, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber du hast es im Podcast gesagt. Die treuen HörerInnen können ja mal vielleicht schreiben, in welcher Folge, an welcher Minute der Zeitiger das gesagt Ja, hat. Ich ja, glaube, das war hört der alles rein, Koali, Mann. nicht ich. Machen wir jetzt ein Quiz. Jedenfalls, und es war mir ein inneres Missionsfest, lieber Zeitiger, dass das, was der Artikel, den du verlinkt hast, dass die Studie dazu, nämlich vom Deutschen Institut, Wirtschaftsinstitut oder so, DIW, und von der Diakonie Deutschland zusammen in Auftrag gegeben Ein wurden. unheiliges Bündnis zwischen Kirche und So ist es. Wirtschaftsinstitut. Und hätten wir die Kirche als Institution nicht so prominent, würde da im Bereich sozusagen Rechte von Menschen, die benachteiligt sind, ein Riesending fehlen. In dem Fall die Stimme der Diakonie, die sagt, die Kinder und damit die Zukunft des Landes geht vor die Hunde. Jetzt kann natürlich der böswillige Mensch könnte jetzt sagen, wieso ist die Diakonie denn die Stimme der Benachteiligten, die unterdrückt und benachteiligt ihre eigenen Leute in der Pflege? Ziemlich krass. Was? Ja, also diese Sache mit dem man findet immer ein Haar in der Suppe. Aber Ja, also das ist eine andere Diskussion, die wollen wir an der Stelle gar nicht führen, weil der Grundgedanke ist ja schon ganz gut. Ne? Also. wie gesagt, allein das ich will nur Zeichen, sagen, dass die Ökonomen und die Vertreter von kirchlichen Wohlfahrtsgesellschaften mit einer Stimme in dieser Studie sprechen, spricht sehr große Bände, und umso richtig. peinlicher ist es effektiv, dass die Stimme der Ökonomen von der FDP ignoriert werden. Ja. Also tatsächlich, was das die Volkswirtschaft kostet. Also es ist ja letztlich dasselbe Ding oder derselbe Fehler wie beim Klimaschutz. Die Leute fragen immer nur, was Klimaschutz kostet, aber was Klimakatastrophe oder Umweltveränderung und Klimawandel oder was auch immer kosten, fragt von denen auch immer keiner. Und hier, also wir haben dasselbe Muster, was sich auch im anderen Themengebiet voll durchzieht. Besonders wenn du jetzt mal in die Streichliste von dem Bundeshaushalt guckst, 23% minus für Katastrophenschutz. Ja, und Kann ja jetzt 20 die, kann ja auch Prozent. die Bundeswehr machen, die hat ja jetzt ein gutes Plus gekriegt. Und
20% minus für politische Bildung. Das finde ich in der heutigen Zeit wirklich fatal. Und also ich finde das auch ein ziemliches Unding. Und das also ist halt auch so gesehen, geht an die Substanz halt. Das geht auf die zukünftige Substanz. Deswegen was sicher, ist ja auch trotzdem das Thema, wir vernachlässigen unsere Nachkommen. Was ja. ich ja gut fand bei dir, Zeitiger, was du ja eben gesagt hast, ganz am Anfang, du hast ja nicht nur drauf gekloppt und hast gesagt, irgendwie hier viel zu wenig, hier zu wenig, hier zu wenig, sondern du hast direkt auch angesprochen, wie du es anders gemacht hättest. Denn so sehr man auf die FDP und auf Christian Lindner eindreschen kann, ich finde die auch nicht geil, was die machen. Einen Aspekt, der hinter der Handlungsweise von unserem Finanzminister steckt, ist, dass wir eben nicht alles bezahlen können von dem, was wir uns gerade leisten wollen. Das ist auch völlig legitim, die Frage ist die Prioritäten. Genau, und diese Streichliste schaue ich mir auch mit diesem Hintergrundgedanken an. Ich sehe, dass wir gerade eine Wirtschaft umstrukturieren müssen und umbauen müssen Richtung klimaneutraler Arbeitsweisen. Ich sehe, dass wir unsere Energieproduktion und unser Energienetz komplett auf links drehen müssen, was ja jetzt auch alles angefangen hat. Ich sehe, dass wir unseren Militäretat massiv aufgebockt haben. Auch das ein Muss, weil wir da jahrzehntelang hinter den Forderungen eigentlich unserer Bündnispartner zurückgeblieben sind und aufgrund des Krieges in unserer Nachbarschaft es auf einmal sichtbar wird. Und das sind alles drei riesen fette Programme, die mega krass viel Geld schlucken. Und dazu kommt halt auch noch, dass wir das schnell alles machen müssen und mit dem Krieg, der generellen Inflation und dem eigentlich für sicher gedachten billigen Gas, das wir jetzt nicht mehr haben, wofür wir jetzt teuer noch nachkaufen müssen. Alles das befeuert das Ganze noch. Und irgendwie, ich kann mich so ein bisschen in den Lindner hineinversetzen, der steht da so vor und sagt, wie soll ich diese Scheiße alles bezahlen? Und dann kommt da noch jemand, der so einen kleinen Milliardenbetrag auch noch haben, also der ist ja relativ klein im Vergleich zu allem, ne? Und für die Kinderförderung so. Und deswegen fand ich das gut, was du gemacht hast, Zeitiger. Du hast nämlich direkt gesagt, oh, das ist blöd, dass da so viel gestrichen wird, also womit du recht hast, finde ich. Warum streicht man nicht das Dienstwagenprivileg? Was ja, oder diese Milliardengeschenk jetzt an die Wirtschaft, wo man auch dieses Wachstumschancengesetz, wo du sagst, ja, es zwingt die Firmen nicht, dieses gesparte Geld irgendwie wieder zu investieren. Das können sie tun, müssen aber nicht. Also, und Firmen sind alles, nur nicht menschliche Wohltäter. Die sind auf Kapital aus. Das System zwingt sie effektiv dazu. Wenn sie sich anders verhalten würden, wären sie schon längst vom Markt weg. Während man so bei der Kundenrentensicherung dasteht, ja, da fand ich, ehrlich gesagt, das, was mich am meisten so in den letzten Wochen über Lindner so aufgeregt habe, war dieses Dog-Whistling, also dieses Narrativ. Ja, wenn ich jetzt den Eltern jetzt mehr Geld gebe, ich möchte lieber das Geld lieber in Schulen und Bildung investieren, wo man da steht, ja, was glaubst du, was tun denn die Eltern, wenn sie das Geld bekommen haben? Also das war ja dieses Narrativ, ja, arme Eltern geben ihr Geld nur für legale Drogen aus und saufen sich weg, wo man da steht, das ist ein Narrativ, das auch oftmals schon widerlegt worden ist, weil es ist nachgewiesen, dass Eltern eher an ihrem eigenen Lebensstandard sparen werden, als an der Zukunft ihrer Kinder. Also die sind viel mehr darauf ausgerichtet, dass für ihre Kinder eine Zukunft zu ermöglichen und lieber selber zurückzustecken. Und die wenigen Ausnahmen, die sich anders verhalten, die sich so gesehen mit Alkohol und Nikotin dann dafür ausgeben, die gibt es. Aber das ist so geschwindend gering und dass dieses Narrativ immer noch existiert und immer noch befeuert wird und immer auch rezipiert wird, das regt mich massiv auf. Ja, und dazu kommt das zweite, ich komme gleich zu dir, Jonathan, das zweite Narrativ, was er auch noch befeuert hat. Oder wolltest du das gerade sagen? Ja, dann macht ich vermute. Er hat nämlich gesagt, dass doch eigentlich sozusagen die armen Familien nur die Zugewanderten vor allem seit 2015 sind. Und das ist einfach Rassismus. Das ist, weil, also, nochmal sozusagen für alle.
Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, dürfen nicht arbeiten. Es ist ihnen verboten. Und also Schrödingers Immigranten kosten den Steuerzahler immer nur Geld, aber nehmen uns die Jobs weg. Das ist also so ein Bullshit-Bingo. Es regt mich jedes Mal wieder auf. Die dürfen nicht arbeiten. Und ich erlebe das als Studentenfahrer immer an dem Punkt, wenn ausländische Studierende hier studieren, dann kriegen die oft Geld von zu Hause oder halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser oder haben Geld gespart. Und also das sind immer Ausländer, ausländische Studierende aus Nicht-EU-Ländern, die dann zu mir kommen. Wenn zum Beispiel irgendwie jetzt durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten die Krankenkasse nicht mehr bezahlen können oder einen Job verloren haben oder so oder dann doch noch ein Semester länger brauchen als errechnet, weil sie doch nicht so gut sind, dann fallen die durch jegliches Raster. Die kriegen kein Geld vom deutschen Staat, leben hier, kurbeln sozusagen mit ihren Ausgaben aus ihrem Heimatland die Wirtschaft an und sind das, wovon die konservativen Kräfte im Land immer träumen, nämlich relativ hochgebildete Menschen aus Ländern Afrikas und Asiens, die dort wieder arbeiten wollen, sich hier qualifizieren wollen mit besseren Abschlüssen und dann wieder gehen wollen. Aber die kriegen kein Geld. Also das sind jetzt sozusagen gemessen an unserem Thema, sind es große Kinder. Aber dieses Prinzip ist ja geradezu idiotisch im Real. Und deswegen gibt es für ausländische Studierende Notfonds, weil sie Hilfe zur Selbsthilfe und tatsächlich Entwicklungshilfe leisten dadurch. Weil sie dadurch ermöglichen, dass diese Menschen sich hier qualifizieren, wieder nach Hause gehen und da bessere Arbeit machen. Und das erlebe ich halt häufig, diese Doppelzüngigkeit. Dass man einerseits das will, andererseits ist durch aktives oder durch geltendes Recht verhindert, dass es geht oder dass es, wenn es mal nicht ganz hundertprozentig glatt läuft, aufgefangen wird und unterstützt wird. Und bei Kindern ist es ja genau dasselbe. Also wenn Lindner sagt, irgendwie die Leute arbeiten dann ja gar nicht genug. Ja, was soll die alleinerziehende Mutter mit zwei Jobs denn noch machen, die tagsüber an der Kasse sitzt und abends irgendwo putzt oder so? Was soll die denn? Soll in die Börse gehen, da spekulieren. Ja. Nee, noch viel schlimmer genau. Ist ja, der jetzige Entwurf der Kindergrundsicherung sagt ja auch, wenn du zu wenig als alleinerziehende Mutter arbeitest, dann wird die Kindergrundsicherung zusammengestrichen, wo du da stehst, ja, jetzt hat es wieder sowas, okay, wir zwingen euch mit im Ende zu arbeiten. Und ja, das ist in der Quadratur des Kreises, dass wir immer noch nicht genügend Kindereinrichtungen haben. Wir haben immer noch viel zu wenig Möglichkeiten, überhaupt die Kinder irgendwo unterzubringen. Und oftmals sind diese Unterbringungen nicht mehr als Verwahranstalten, böse gesagt. Wo man da steht, jetzt toll, also das ist auch wieder so ein Menschenbild, was ich nicht mag. Und ich bin da auch massiv enttäuscht, dass die SPD diesen Quatsch mitmacht. Bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich aus diesem Laden ausgetreten bin. In diesem Moment. Ja, kann ich total verstehen. Das ist halt auch wieder so, ne? Man zwingt die Leute zu arbeiten, aber schafft nicht die Rahmenbedingungen dafür, dass es möglich ist. Man sich anhören, arbeiten ist Würde, wo ich da stehe, nee, arbeiten ist da, damit ich überleben kann. Ja. Also wir haben jetzt ja schon 18 Minuten ein bisschen rumgerantet über die Sachen. Ich würde ganz gerne, um den Rant mal für jetzt mal zu beenden, einfach mal festhalten, eine positive Sache am Ende mal, die Kindergrundsicherung, die Idee, die dahinter steckt an sich, finde ich nämlich, ist eine positive Sache. Und die Grünen wurden ja in den Social-Media-Kanälen, die ich so verfolge, auch ordentlich angegangen dafür, dass sie sich dafür gerühmt haben, dass ihr das jetzt, dass das jetzt kommt. Ne? Also die haben halt, Kindergrundsicherung kommt. So, und dann kommen die Leute und, nee, das ist gar nicht so gut. Ne? Aber ich denke, der Grundgedanke und das, was dahinter steckt als Idee und was daraus auch noch entwickelt werden kann in vielleicht folgenden Legislaturperioden, das kann eine gute Sache sein und ist eine gute Sache. Und dafür kann man sich ruhig auch mal rühmen, auch wenn es jetzt nicht so krass gut geworden ist, wie es sein könnte. Ja, vergleiche das gerne mit dem die Lösung des Asylkonfliktes auf der europäischen Ebene.
Da haben auch die Grünen dann zugestimmt und wo die grüne Basis gesagt hat, habt ihr noch alle Latten am Zaun. Aber ja, die Politiker, die das ausgehandelt haben, sagen, besser der Spatz auf der Hand als der Taube auf dem Dach oder irgendwie so ähnlich. Wir haben wenigstens einen minimalen Fortschritt erzielt. Wir sind weit weg von dem, was wir eigentlich haben wollten, aber immerhin einen Schritt vorwärts. Genau dazu hat Erik Flüggen einen spannenden Beitrag auf seinen Kanälen gepostet. Von dem kann man ja auch, also der ist ja auch streitbar, aber der hat gesagt, Linke haben ein Problem, die reden ihre eigenen Erfolge, auch wenn sie noch so klein sind, immer kaputt. Die CDU stellt sich hin und sagt, wir sind ein diverses Land und alle Leute dürfen hier heiraten und ihre Liebe leben. Dabei hat ein Großteil der Abgeordneten im Bundestag gegen die Ehe für alle gestimmt. Also die konservative Kräfte schaffen es immer, ihre kleinen Erfolge so groß zu machen, wie nur was. Und wenn man sich die letzte GroKo, von der ich auch nicht viel gehalten habe, mal anguckt, hat Hubertus Heil da ganz schön viel durchgesetzt als Minister. Und Merkel hat sich auf die Schulter geklopft für das, was der Mann gemacht hat, in allen Ruhm eingestrichen. Und Heil hat immer nur Prügel dafür bekommen, dass es nicht geil genug war. Also vielleicht ist es tatsächlich ganz gut, das so zu sehen, dass da noch mehr draus werden kann. Und es ist jetzt, natürlich ist es nicht. Es hätte immer noch mehr sein können, aber unter den Bedingungen ist es jetzt, glaube ich, das, was ging. So, weil man lässt ja wegen sowas auch eine Koalition nicht platzen und gibt die Gestaltungsmöglichkeit komplett auf in dieser Lage. Das ist ja der zweite Punkt, der da immer kommt, ne? Irgendwie, was ich so zwischen den Zeilen immer lese, ist immer dieses, ja dann, wie macht ihr das denn mit dieser FDP da, oder mit der SPD, die dann mit der FDP da, ne? Und was du jetzt gerade sagst, die Koalition daran scheitern lassen, das ist halt, die Leute wollten diese drei. So, ja. Sonst haben sie, ne, das ist das, was gewählt wurde. Also lebt mit der FDP. Und das ist das, was passiert. Aber da wollte ich gar nicht drauf. Ich wollte nur sagen, vielleicht machen wir auch mal eine Folge irgendwie als Thema, indem wir uns mal befassen damit, mit dem, wie Linke miteinander umgehen, also oder linksgerichtete Leute. Weil ich glaube, da habt ihr nämlich einen Punkt. So, dass da viel zu oft gegeneinander anstatt gegen den eigentlichen, in Anführungsstrichen, Feind geschossen wird. Ne? Ja, nee, da habe ich auch einen Grundgedanken, aber den will ich jetzt nicht ausklammern. Aber die Frage ist letztendlich, wieso schafft es letztendlich im Rahmen dieser ganzen Lobby-Diskussionen immer, warum wird immer primär mit den Kindern zusammengestrichen und warum kriegen wir es nicht hin, obwohl die Ökonomen sagen, es ist völliger Quatsch, hier dieses Budget viel zu klein anzusetzen, das schadet euch mittelfristig eh. Und ich habe so das Gefühl, dass es diese klassische Politikperspektive, die Legislatur dauert 4 Jahre, alles, was über 4 Jahre hinaus nicht wirkt, kann mir egal sein. Ja, so ich glaube, das ist es auch. FDP. Genau das ist es. Ja. Und kleine Kinder können noch nicht wählen. Die Zielgruppe der Älteren wird auf Jahre hinaus die wahlentscheidende Zielgruppe sein. Weil es mehr, also die Bevölkerungsentwicklung, die Bevölkerungspyramide ist so, dass es weniger junge Menschen gibt als Ältere. Wir merken das in jedem Arbeitsbereich. Gehen alte Leute in Ruhestand und niemand kommt hinterher. Unser Auto steht seit irgendwie 8 Wochen in der Werkstatt, weil die Werkstatt keinen Termin findet, das Ding zu reparieren, weil die Leute nicht da sind. Niemand mehr will sich bei uns gegenüber in die Bäckerei stellen, weil keiner mehr Bock hat, um 3 Uhr morgens aufzustehen und den Bums aufzubacken oder um 4, weil es genug andere Jobs gibt, mit denen man auch mit ähnlicher Qualifikation zu besseren Bedingungen Geld verdienen kann. Und dann ist es natürlich irgendwie parteistrategisch, kann ich es sogar, also sozusagen realpolitisch kann ich es sogar nachvollziehen, dass man sich dann der Klientel zuwendet, die einen auch sicher irgendwo in eine Regierungsverantwortung bringt. Und das sind reichere, ältere Leute. Ist leider so. Und im Zweifelsfall Ausweg wäre, eine Generation mit vielen jungen Leuten zu schaffen.
Ja. Das andere ist natürlich, dass das Kapital, also dass Firmen, Lobbygruppen und so auch entsprechendes Geld in die Hand nehmen und spenden und Leute bezahlen, und dann hat eine Partei wie die FDP halt deutlich mehr Geld für Wahlkampf oder so als eine andere Partei. Ja, und da kommt ja der gleiche Punkt ja nochmal. Ne? Also einmal die Parteien, die generell nur die ältere Wählerschaft im Blick haben, und die starken Lobbyverbände, die es da gibt, die in die Politik hineinwirken mit ihrem Geld, bei denen ist es ja genauso, weil deren Klientel, die die bedienen müssen oder wollen, sind ebenfalls nicht die Kinder. Ne? Und von daher, dann sind gleich doppelt angepisst. So. Ja. Ja, aber was ich eigentlich wollte, ist, dass wir ein bisschen wegkommen von dem Draufhauen und uns beschweren, wie kacke doch alles ist. Und vielleicht mal zusammen irgendwie überlegen, was wäre denn ein Ansatz, wo wir sagen können, Kinder und Zukunft, wie machen wir denn folgende Generationen irgendwie, wie rüstet man die aus und wo kriegen wir das, die Ressourcen dafür her, dass wir die vernünftig ausgerüstet in die Zukunft bringen und daraus eine stärkere Gesellschaft bilden können. Ich habe im Urlaub eine wahnsinnig interessante Podcast-Folge gehört vom Alles-Gesagt-Podcast von der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit Marina Weißband. Ja, schick uns mal den Link, dann verlinken wir auch dieses unten. Ja, mache ich. Die macht ganz viel politische Bildung und hat einen Verein gegründet, der Liquid Democracy an Schulen einübt. Oder jedenfalls, also die verdient damit ihr Geld, eine Organisation zu begleiten, zu betreuen, zu verwalten, die an Schulen Demokratieprozesse übt. Und gerade an Brennpunktschulen und Schulen, denen man eigentlich sowas nicht zutraut. Wo die Leute immer sagen, ja, nee, da funktioniert das doch nicht. Und sie sagt, da funktioniert es immer am besten. Weil die Leute mal mitkriegen, unsere Stimmen sind was wert. Also ich denke, politische Bildung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass die verstehen, wie Politik funktioniert und dass die ins sich selbst engagieren kommen. Es gibt so eine, sie hat dafür auch einen Fachbegriff, das ist eine Art erlernte Passivität. Dass die Leute, also dass wenn irgendwas nicht gefällt, dann sagen die Leute, die will ich doch nicht mehr, die machen doch nichts für mich, die da oben. Anstatt selber Teil dieses Systems zu werden und es von innen zu ändern. Das wäre das Beste. Also wenn man will, dass linke Politik gemacht wird oder umweltfreundliche Politik, dann soll man auch sich in einer Partei engagieren, die das tut oder so. Ja, da hat der Zeitiger ja versucht, ne? Ja. 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 Und umso lustiger finde ich es jetzt, dass eben gerade die Bayerischen Grünen gerade im Rahmen des aktuellen Landtagswahlkampfs hier gerade sehr interessant plakatieren dahingehend, dass mehr oder minder die Eltern- und Oma-Generation adressiert werden, doch eine Zukunft für ihre Kinder zu wählen. Mhm. Das ist ja so ähnlich wie das in dem Rezo-Video war, was vor der letzten Wahl also die Europawahl, ja. Ähnlich, also so gesehen eher die Aufforderung, okay, die Kinder haben keine Stimme, wie wir vorhin gestellt haben. Das Wahlrecht ab 16 wäre auf jeden Fall schon mal ein richtiges Zeichen in der Richtung, aber ich bin immer noch ein großer Freund von der Idee zu sagen, okay, es gibt einfach generell für jede Person einfach ein Stimmrecht und gegebenenfalls wird es halt dann auf die Erziehungsberechtigten entsprechend übertragen. Ja, dann würde sich schon mal wenigstens dieses aktuell vorhandene Ungleichgewicht gerade durch die Demografie ein bisschen entschärfen, aber auch nur ein bisschen, weil dafür ist einfach die Boomer-Generation zu groß. Und das ist ja auch etwas, was im Rahmen von Parteipolitik, also aus meiner Perspektive, auch immer sehr interessant hat. Und das ist lustigerweise, obwohl eben zum Beispiel die SPD sehr viele Leute aus den Jusos ja in die Parlamente geschickt haben, wo man da steht, ja, aber irgendwie kommt trotzdem diese Politik nicht richtig raus. Hab ich das gerade richtig verstanden? Du würdest, also Wahlrecht ab 16, da gehe ich mit dir mit, finde ich gut. Aber grundsätzliche Idee zu sagen, dass man sagt, okay, die Kinder bekommen ein Stimmrecht und man überträgt das immer auf die Eltern.
bis sie es selber wahrnehmen können, eben ab 16. Ja, aber woher, also das würde ja sagen, dass die Eltern alle im Sinne ihrer Kinder abstimmen, ne? Im besten Fall ja. Natürlich kenne ich genügend Kinder, wo die dann spätestens mit 16 sagen würden, ja, schön, aber ich wähle jetzt die CSU nicht, also gerade hier in Bayern, dann ist okay. Dann ist es halt in dem Fall doof gelaufen. Aber wie gesagt, den Eltern immer zu unterstellen, dass sie nicht für ihre Kinder abstimmen, ist ja auch ein Dogwhistle, den wir ja gerade angebrannt haben. Jein. Also es ist die Richtung wollte ich zwar gar nicht hin, aber Jonathan wollte auch noch was sagen, bevor das, ich mich jetzt. Das Prinzip dahinter heißt Liquid Democracy, dass du in dem Augenblick, auch wenn dich eine Sache nicht betrifft, also da sagt Marina Weißband auch ganz viel zu, dieses Gespräch, das sind 5 Stunden und jede einzelne Minute ist lohnenswert. Irre. Sie sagt, dass das durchaus von Vorteil sein kann, wenn die, also die Kinder in der Schule sind dann irgendwie dazu in der Lage zu sagen, oder also es ist erlaubt zu sagen, okay, wenn mich die Frage nicht betrifft, dann gebe ich mein Stimmrecht jemandem ab, den das betrifft. Und der darf dann zweimal abstimmen oder die. Weil, und das ist dann sozusagen für diese Abstimmung kann ich das, also es wird vertraglich festgehalten, für diese Abstimmung gebe ich oder für dieses Thema immer gebe ich mein Stimmrecht ab. Und es ist aber auch umkehrbar. Das würde natürlich einen Wahlprozess... Ein Umkehrbar, erklär das mal kurz. Wie naja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Barrierefreiheit kenne ich mich nicht mit aus oder so. Also gebe ich mein Stimmrecht, ob die Schultreppe jetzt barrierefrei gestaltet werden soll oder der Schulzugang, meinem Mitschüler, der ein kaputtes Knie hat oder der im Rollstuhl sitzt. Mhm. Wenn ich dann aber irgendwann merke, so, ey, das Thema ist mir doch wichtig und ich will's, ich habe jetzt eine Meinung dazu und habe mich informiert und will da selber abstimmen. Oder was weiß ich, jemand tritt mir gegen das Knie und es ist kaputt und ich bin auch betroffen. Dann kann ich auch sagen, so, ich habe dir mein Stimmrecht zu dem Thema gegeben und jetzt will ich es aber wieder selber haben. Das Problem ist, auf Bundesebene ist das natürlich ein gigantomanischer Aufwand, zumal, wenn man sich das Bürokratiemonster Deutschlands anguckt, geht das ja schief. Also schon jetzt sind ja 2/3 allen in der Welt festgehaltenen Rechts in schriftlicher Form, sind in deutscher Sprache geschrieben. Ja, der Punkt ist, wir haben ja auch dafür auch schon die repräsentative Demokratie. Die soll das ja eigentlich schon machen. Das, aber um einen anderen Spin noch reinzubringen, das Problem ist ja auch, kann ich so aus der parteipolitischen Perspektive, ich hatte auch sagen, viele Eltern haben einfach keine Zeit, sich parteipolitisch zu engagieren und werden entsprechend dann auch nicht für parteipolitische Ämter eingeladen, beziehungsweise sie lehnen gleich kategorisch ab, überhaupt zu kandidieren, weil sie dann das Problem haben, dann müssten sie jetzt Eltern, Beruf und politisches Mandat, was so auf Ebene der Kommunalwahl überhaupt nicht bezahlt wird, frühestens so auf über der Bezirksebene langsam vielleicht mal ein Entgelt bekommt, aber wirklich bezahlt wird das auf Landesebene. Für deine Zeit und deinen Aufwand. Deswegen scheuen viele Eltern überhaupt diesen Weg zu gehen, bis sie überhaupt in der Stelle sind, dass sie überhaupt in der Position sind, auf höherer Landes- oder Bundesebene mitzustimmen, sind die Kinder meistens schon erwachsen und es betrifft sie nicht mehr. Das ist ein Riesenproblem. Und die einzige Lösung, die ich bis jetzt für mich gefunden habe, die das adressieren würde, dass wir auch mehr Eltern in politische Verantwortung reinkriegen, ist effektiv das Prinzip Bürgerrat, wo per Zufall einfach ausgewählt wird, du bekommst jetzt das und du wirst dafür auch kompensiert. Und zwar komplett. Das ist es, Frage ist halt, wie kann so eine Kompensation dann aussehen, ne? Aber gut. Genau. Ich finde dieses Liquid Democracy, so, was der Jonathan gerade sagte, höchst interessant. Ich glaube, das funktioniert auch auf so einer Schülersprecher-Klassengruppen-Ding. Funktioniert das super? Ja, parteipolitisch geht es auch noch, aber danach hört es auf. Weil das funktioniert so lange, wie die Gruppe, die abstimmt, überschaubar ist und die sich gegenseitig kontrollieren. Also, ja, wie die sich auch kennen. Ich glaube, in der Größe eines Staates wie Deutschland würde das dann in der Praxis so funktionieren, dass sich dann ganz schnell Verbände bilden, die dann Werbung machen, gebt uns eure Abstimmungsstimme für die folgende Wahl, weil bla bla bla.
So, und dann weißt du aber nachher überhaupt nicht mehr, welche Interessen die vertreten. Also das würde so ein Parteiding unter einem Parteiding noch geben, ja, dann dadurch. Das, und das ist, also weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Piraten, zu denen Marina Weißband ja auch gehörte, das versucht haben. Ja. Und also sie erzählte dann auch von Abstimmungen, zum Beispiel in der Schweiz, wo die Leute durch diese Volksentscheide ganz anders, also das ist da auch eher auf Gemeindeebene ja verankert, die Leute können einfach anders diskutieren. Sie sagt, so eine Diskussion, wie sie da stattfindet. Die können, also dafür gibt es in Deutschland gar keine Diskussionskultur politischer Art. Fand ich höchst spannend. Ja. Kurzer Einschub, Marie Weißband ist ja mittlerweile Mitglied der Grünen. Mhm. Genau. Das interessiert hat, wo sie hingegangen ist. Ja. Sie ist also immer noch der Politik zugehörig, aber engagiert sich aktuell nur noch im D64-Netzverein. Weiß. Also ich finde das kritisch. Also ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll mit dem Wahlrecht für Kinder, was dann auf die Eltern übergeht. Das könnte man natürlich an der Stelle auch relativ unbürokratisch sogar lösen. Ne? Also in dem Moment, in dem du das, alle werden angeschrieben und du kannst ja als Elternteil nachweisen, dass du Elternteil von. So, aber dann gibt es da natürlich auch wieder Familienstrukturen, die dann eine Bürokratieschlange hinter sich herziehen für diese Sache. Ne? Was passiert dann mit Adoptivsachen? Was passiert mit denen, die, wo die Eltern, keine Ahnung, der Vater keine Anerkennung hat irgendwie für das Kind oder irgendwie sowas. Und wer darf dann abstimmen für das Kind, die Mutter oder der Vater, wenn die unterschiedliche Meinungen haben? Der eine will die Grünen, der andere die AfD wählen. Ne, wer darf dann für das Kind abstimmen? Also, ja. Aber das kriegen wir so politisch nicht durch. Wir sehen ja schon, wie groß die Widerstände für den Wahlrecht ab 16 ist. Ja, ja. Ja, wobei das zwei unterschiedliche Sachen sind. Ich glaube, irgendwie das Wahlrecht ab 16 ist ja in dem Sinne durchführbar und auch meiner Meinung nach realistisch durchführbar, einfach weil Jugendliche in dem Alter heutzutage einfach politisch besser sind als zu der Zeitpunkt, wo ich halt 16 war. Da bin ich fest überzeugt von. Ich will noch mal einen anderen Punkt, der im sozusagen am Anfang im Intro auch vorkam, das Thema Kinderfeindlichkeit will ich noch mal reinbringen. Ich fand das eine spannende Beobachtung gemacht. Ich war letztes Jahr ein Jahr in Elternzeit und habe öfter mit meiner Frau zusammen Gemeindeveranstaltungen von ihr besucht. Und Teil der Gemeinde fand das mega cool, aber ein Teil der KollegInnenschaft hat gesagt, wie könnt ihr denn nur, da geht ja, also vor allem als Vorwurf an meine Frau, da geht ja irgendwie die Rollenklarheit völlig verloren und das Kind stört doch Leute und die anderen, die in Gottesdienst gehen, wenn die Eltern sind, die organisieren ihre Kinder doch auch weg. So. Und wir haben dann gesagt, nee, wenn wir nicht, also wir reden immer davon, dass Kinder willkommen sind und dann sollen wir unsere eigenen Kinder zu Hause lassen, das kann ja irgendwie nicht sein. Und jetzt bin ich in einem anderen Kirchenkreis und da haben wir das erzählt und die Leute waren völlig entsetzt und jetzt kommt unser Kind mit auf Konventsfahrt, also auf die Fahrt, wo alle KollegInnen des Kirchenkreises zusammen auf Fortbildung fahren. Das wäre in dem Kirchenkreis davor völlig undenkbar gewesen. Von der sozusagen Unternehmenskultur her. Und und natürlich, dass man mit einem kleinen Kind, was vielleicht ab und an mal brüllt, auch böse angeguckt wird und so. Ich habe tatsächlich irgendwie so einen klassischen 5 Sekunden vor der Kasse Meltdown mit meinem Kind noch nie erlebt. So. Aber Katja Berlin, Torten der Wahrheit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Tortendiagramme aus der Zeit. Ja. Da gab es eine, ich habe das Buch gerade meinem Schwager geschenkt,
was Leute irgendwie cool finden, ist Kinder bekommen, Riesendiagramm, Kinder haben, total kleines Diagramm. Also die Leute sind immer total gehypt mit Schwangerschaft und Kind und so. Und wenn die Kinder dann da sind, dann sollen sie ruhig sein, nicht stören und am besten auch nirgendwo auftauchen und bloß nicht die Erwachsenen unterbrechen oder so. Ja, oder halt im Bereich, Zeit beanspruchen. Ja. Genau. Und im Bereich Kindererziehung tut sich ja mit bedürfnisorientierter Erziehung gerade sehr, sehr, sehr viel. Aber das ist halt der Generation, die immer nur so, hat uns doch auch nicht geschadet, ist das halt schwer zu vermitteln, wo ich mir denke, offensichtlich hat es euch doch geschadet. So, weil ihr nämlich Kinder, die anders sind, als ihr es damals wart oder meint gewesen zu sein, gar nicht ertragt. So, da kommt sicherlich noch, also dieses Ding mit, wie meine Frau da angegangen wurde, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass es gerade in der Kirche und vor allem in Leitungsämtern da auch Frauen gibt, die sich sozusagen so eine Weiblichkeit, so eine weibliche Rolle gar nicht leisten durften, weil sie davon dann sofort bei den Kollegen wieder als die Mutti verschrien waren. Wie man an Frau Merkel sah, braucht man dadurch dafür nicht mal Kinder im Babyalter. Die wurde ja auch Mutti genannt. Bei aller Kritik ist das so dermaßen despektierlich, was jetzt mich nicht davon freisprechen soll, das auch mal gesagt zu haben. Aber ich habe da, also auf den Titel, das ist mir gerade aufgegangen. Mein Gedanke ist eher, dass der ganze Kindergarten, der 16 Jahre um sie herum war, sehr gut, sie da die Mutter bewahrt hat, wie eine Mutti. Aber auch das ist ein anderes Thema. Aber also ich will sagen, da hat sicherlich, haben da die unterschiedlichen Wellen des Feminismus auch einen anderen Blick auf Kinder. Und das macht auch Kindererziehung und die Präsenz von Kindern unter Frauen. Also wie Frauen mit ihren Kindern umgehen, ist in den Generationen sehr, sehr unterschiedlich. Und ist auch nicht immer schön, wie die sich das gegenseitig sagen. Noch unterschiedlicher als bei Männern, glaube ich. Ich finde es aber auch sehr faszinierend, um noch einen anderen Spieler noch reinzubringen. Wann werden Kinder politisch ausgeschlachtet? Besonders von den Konservativen. Immer dann, wenn es darum geht, schützt doch unsere Kinder vor Drag-Vorlesungen, schützt unsere Kinder davor, dass man potenziell beschließen könnte, ihren Namen in einem Geburtsregister vielleicht zu ändern, weil das Kind sagt, also ich bin eigentlich ein Mädchen. Wo man da steht, ja, wir tun ja den Kindern jetzt unterstellen nichts an und dann kommen hier die wildesten Unterstellungen und wo da steht, ja, solange es dem Narrativ dient, aber ansonsten werden Kinder von den Konservativen immer gerne außen vor gelassen an der Stelle. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, da tust du den Konservativen ein bisschen Unrecht, einfach weil die, worauf man es zu runterbrechen kann, ist, glaube ich, die Rolle, die Kinder spielen. Oder die also generell Rollenbilder, also das Elternrollenbild als Gruppe, als Team, das bei Konservativen anders funktioniert als bei Progressiven, um jetzt mal ein anderes Wort für rechts oder links zu nehmen. Ja. Oder halt, ne, das Vaterbild ist anders, das Mutterbild ist anders. So ist auch das Kinderbild anders. Aber es ist jetzt irgendwie nicht gegeneinander irgendwie so auszuspielen, zu sagen, Konservative würden jetzt Kinder nicht wertschätzen. Die wertschätzen die Kinder auf eine andere Art und Weise, als wir das vielleicht als progressive Menschen gut finden. Aber wir sind nicht bereit für ihr leibliches Wohl, besonders wenn man auf die Blick der Armen guckt, dafür dann plötzlich die christlichen Werte, die an manchen Parteien sogar offiziell im Namen drinstehen, irgendwie zu verteidigen. Und das ist der Punkt, wo ich dann da stehe, das ist dieser Doppelstandard, der mich einfach an der Stelle ärgert. Ja, wobei beide Seiten wahrscheinlich Doppelstandards an den Tag legen. Aber ich hab ja so eine kleine Liste angefangen für unsere Würfelphilosophen-Vorschläge. Also das Wahlrecht ab 16 habe ich schon drauf. Oder irgendwie Kinder in die demokratische, in die politische Bildung mehr einbeziehen. Und den Eltern einfach auch Türen aufmachen und es einfacher machen. Ich habe hier Elternrollen und Elternstrukturen irgendwie aufgeschrieben. Weil das ist das irgendwie, was ich aus euren beiden Beiträgen so ein bisschen rausgelesen habe und was sich auch mit meinem Denken deckt und auch mit meinen Erfahrungen. Ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht wie Jonathan.
dass die Strukturen in der Gesellschaft für die Familie, das ist ja auch so ein Ding, was die Konservativen immer hochhängen wollen. Die Familie, es muss geschützt werden und die Ehe muss geschützt werden als Institution und so. Aber die Familien sind nicht Teil der Politik. Das ist das genau. Gefühl. Also, nicht Teil, aber nicht. Also, ja, wir reden über die Familien, aber die sind nicht dabei in der Entscheidung. Richtig. Also sie sind nicht als Lobbyverband quasi da, ne? Und das, was der Jonathan so auch irgendwie ein bisschen durchblicken hat lassen, das fand ich irgendwie, wäre auch so ein Punkt für unsere Würfelphilosophen-Zukunft, wie ich die Gesellschaft da abändern wollen würde. Ich weiß nicht, wie man das erreicht, aber dass wir diese Familien, egal wie die Familien aussehen, also zum Wohle der Kinder so hochhängen, dass wir Strukturen schaffen, ob das jetzt über Generationen übergreifend sind, ob das über Hausverbände oder Dorfgemeinschaften überspannt ist oder so. Wir müssen es hinkriegen, dass die Kinder in einem sicheren und in einem förderpositiven Umfeld aufwachsen können. Und zwar alles muss darauf hinarbeiten, dass wir die Kinder vernünftig großkriegen. Und da müssen sich alle unterordnen. Nicht nur die Eltern und nicht nur die Kernfamilie, sondern eben auch Arbeitgeber und Politiker. Ich will jetzt noch mal eine andere Perspektive einbringen, nämlich die Perspektive der Kinder selbst einfach mal einzunehmen. Es gibt einen Bibeltext, der wird bei jeder Taufe vorgelesen. Das sogenannte Kinderevangelium, Markus Evangelium Kapitel 10, Verse 13 bis 16. Da heißt es in der neuesten Luther-Übersetzung von 2017, Leute brachten die Kinder zu Jesus, damit er sie berühre, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren die Leute an. Als Jesus das aber sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen. Und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte die Kinder und legte die Hände auf sie und segnete sie. Das ist jetzt ein bisschen, also ich habe dann gedacht, warum hast du nicht eine modernere Übersetzung gewählt? Aber also es geht mir um das Prinzip, dass man die Welt mal versucht, aus Kinderaugen zu sehen. Das fängt an dem Augenblick an, wo irgendwie mein Kind irgendwas macht und da total stolz drauf ist, weil es zum Beispiel ein Papier in ganz, ganz viele kleine Stückchen zerrissen hat. Aber vielleicht nicht weiß, dass das jetzt eine wichtige Rechnung war, die ich noch bezahlen wollte. Und dann sag ich, nein, warum hast du das gemacht? Mein Kind guckt mich an, kriegt ganz große Augen. Das ist jetzt eine hypothetische Erzählung. Und dann sage ich, du hattest dir das anders vorgestellt, ne? Sag ich zu meinem Kind. Du warst stolz darauf, was du gemacht hast. Und mein Kind sagt, ja, genau. Und ich sage, ja, es ist nicht ganz so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast, aber kann ja mal passieren. Und sozusagen diese Perspektive mal einzunehmen. Ich merke das immer an einem Punkt, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin und keinen Wickeltisch finde. Dann muss ich entweder mein Kind auf dem Boden einer, was weiß ich, barrierefreien Toilette wickeln zum Beispiel. Aber meistens, wenn es eine barrierefreie Toilette gibt, gibt es auch schon einen Wickeltisch da drin. Schlimmer finde ich das in manchen Restaurants oder so. Wenn ich dann mein Kind wickeln will, muss ich auf die Damentoilette, muss den Schutzraum verletzen, nur weil ich meinem Kind einen Schutzraum bieten will. Das ist einfach Kacke. Und woran liegt es? In dem Fall, dass ein Vater, der wickelt, nicht mitgedacht ist oder dass es überhaupt keinen Wickeltisch gibt, der Ort also nicht für Kinder gedacht ist. Und da denke ich mir, was soll das denn? Jetzt gibt es hier bei unserem NP nebenan, gibt es einen Kindereinkaufswagen. Der steht versteckt, meine Tochter weiß, wo der steht. Die geht dahin und schiebt stolz wie Bolle diesen Einkaufswagen. Die ist 2,5, die kann das schon gut. Es ist das entspannteste Einkaufen ever.
Woanders muss ich immer gucken, dass sie nicht durch den ganzen Laden flitzt und sonstige Dinge tut. Also, und da denke ich mir immer, es geht doch. Und wenn man jetzt sagt, also ob man eine erstrebenswerte Gesellschaft oder eine bessere Welt jetzt Reich Gottes nennt oder wie auch immer, ich also will das auch säkular fruchtbar machen für jemanden wie den Zeitiger, der mit diesem Überbau nicht mehr so viel anfangen kann oder wie den Alex, der dann immer sagt, ich habe da ja keine Ahnung von, aber finde das spannend. Wenn man sich auf die Perspektive der Kinder einlässt, dann sieht man auch eine Welt anders. Ich fand laute Kinder vor 5 Jahren auch schweineanstrengend. Und heute denke ich im Zweifel, finde ich immer noch. Das, ja, ja, klar, aber ich denke dann oft, ach Mensch, das arme Kind, was fehlt denen denn jetzt? Also ich habe da einen anderen Blick drauf, auch wenn ich es immer noch laut finde und manchmal denke ich auch, Mann, ich hätte lieber meine Ruhe oder so, aber das ist dann im Zweifelsfall so und ich weiß, dass man als Elternteil im Zweifelsfall auch überhaupt nichts tun kann, was die Situation sofort abstellt. Es geht dann manchmal nicht. Und für mich war das ein total wertvoller Schritt. Und ich würde mir wünschen, mehr Leute würden sozusagen erstmal im alltäglichen Leben diesen Schritt machen. Weil dann fällt einem vielleicht auch auf, dass man Kinder auch woanders anders berücksichtigen muss. Also viele Dinge fangen ja im Kleinen an. Auch die klassischen Sachen auch, irgendwie diese Wiese ist nicht fürs Ballspielen oder sowas, ne? Ja, und also da ist tatsächlich, oder jetzt waren wir im Urlaub und hatten dann, da gab es einen tollen Museumspark und da waren Roller verboten. Und die Statuen, die da rumstanden, aus Stein und Metall, durfte man nicht anfassen. Schon war der Park für unsere Tochter einfach Kacke. So, die durfte da rumrennen und unter missbilligenden Augen des Sicherheitspersonals mal den Rasen betreten. Geil. So, warum? Warum macht man sowas? Sowas, also das würde ich mir in der Tat wünschen, jenseits von solchen Dingen, die ich mir auch wünsche, wie vernünftige Anzahl von Kita-Plätzen und Krippenplätzen und Kinderbetreuung. Also völlig, völlig klar. Ich hätte noch was. Wie wäre es mit qualitativ hochwertiger Betreuung? Ja, ja. Nicht nur Wahnsinn. Dann kann man sich natürlich wieder streiten, was ist qualitativ hochwertige Betreuung, ja. Ne? Aber das ist ein anderes Fass. Genau, das ist ein anderes Fass. Also ich würde sagen, es braucht auf jeden Fall beides. Ich würde mir manchmal wünschen, es würde auf der ganz kleinen Ebene, da kann man halt selbst was machen. Ob es jetzt sozusagen genug Kita-Plätze gibt, da kann ich als Privatperson ganz schnell und von heute auf morgen erstmal nichts machen. Aber mit dem Mind-Change oder so, oder dem Systemwechsel in meinem Gehirn und in meiner Betrachtung der Welt, kann ich schon morgen anfangen. Ja. Und das ist das Coole. Da kann ich ja was, also sehr einfach etwas ändern bei mir, weil es mich selbst betrifft. Ja, kann man solche Sachen wie, es gibt nicht genügend Lehrkräfte und besonders die Politik ist unwillens, die Lehrkräfte dauerhaft anzustellen, gefolgt von, ja, wenn wir sie dann einstellen, danach kommt, geht die Welle ja wieder runter, dann brauchen wir nicht mehr so viele Lehrkräfte, wo ich da stehe, ja gut, dann haben wir mal endlich einen besseren Betreuungsschlüssel, wäre doch mal gut. Ja. Und dass das politisch nicht ausgeschlagen wird und als Wahlkampf hier gerade im Landtag hier nicht passiert, finde ich irgendwie armselig. Weil das ist. Ich hab da mal einen interessanten Vergleich gehört, jetzt weniger bezogen auf Lehrkräfte, aber man kann es auch auf Lehrkräfte übertragen. Das war für den öffentlichen Verkehr damals das Beispiel gewählt. Und zwar ging es darum, was sich eine Gesellschaft leistet. Was eine Gesellschaft entscheidet, was für sie Geld wert ist, was einfach so aus den Taschen aller verschwindet. Und wir alle sind in Deutschland gewohnt, zum Beispiel, dass es eine Müllabfuhr gibt.
Und ich fand dieses Beispiel so passend. Okay, wir bezahlen auch alle für unsere Müllabgaben oder so. Das ist einfach Geld, was aus unseren Taschen verschwindet und keiner beschwert sich darüber, dass es aus unseren Taschen verschwindet. Weil alle sehen, da kommt die Müllabfuhr und dann ist es draußen, mein Dreck ist weg. Und warum machen wir dieses Mindset mit dem, es kostet mich zwar was und das ist dann weg aus meiner Tasche, aber ich kriege dafür halt was. Oder die Gesellschaft kriegt was, warum machen wir das nicht für öffentlichen Verkehr und warum machen wir das nicht für Bildung? Und meine Antwort darauf war immer, ja, weil diese Bereiche nicht auf alle zutreffen. Leider. Ne? Nicht jeder fährt öffentlichen Nahverkehr und nicht jeder hat Kinder. Und sie werfen keine Rendite ab. Sie sind also für das tut eine... die Müllabfuhr auch nicht. Ja, okay. Also ich kann mich noch gut erinnern, als plötzlich der Papierpreis so hoch war, dass plötzlich über Papiertonnen in Bayern ausgerollt worden sind, weil es sich gelohnt hat, den Altpapier vor Ort bei den einzelnen Haushalten einzusammeln. Kein Witz. Ja, aber es ist künstlich gemacht. Ne? Also, nee, das hat in dem Fall lustigerweise der Markt geregelt. Vorher war es so, man musste ja, zur genau. Insolvenz. Ja, sag ja, künstlich. Und plötzlich hat die Kommune ein Problem, weil plötzlich privatwirtschaftliche Abholunternehmen blaue Tonnen verteilt haben. Ja. Das war lustig. Bevor wir unsere letzte Würfelphilosophen-Frage stellen für heute, ein kleines Thema muss ich noch anschneiden, weil es zu einer Kinderfolge passt. Mhm. Etwas, was mich als Vater ziemlich ankotzt, muss in diese Folge rein. Diese Erzählung der Jünger, also jetzt ist ein Bashing auf jüngere Generationen, will ich gar nicht machen, als Erzählung von bestimmten Gruppen in unserer Gesellschaft, die sagen, Kinder kriegen ist Kacke. Kriegt bitte keine Kinder, vermehrt euch nicht. Kommt auch aus linken Bubbles. Verstärkt in letzter Zeit. Aufgrund von wir machen in unserer Gesellschaft halt das Klima kaputt und so weiter und so fort. Und außerdem, wie könnt ihr nur ein Kind bekommen? Schaut doch mal, in welche Zukunft ihr das schickt. Ja. Und dann kriegt man böse Blicke. Und ich finde, das ist mit das Schlimmste, was man einem Elternteil sagen kann. Du bist schuld, dass du dein Kind in eine verkorkste Zukunft schickst. Und ich möchte mal noch da draußen sagen, tut das bitte nicht. Ich verstehe den Gedanken, der dahinter steht, aber ich finde, der ist zu wenig weit gedacht. Was meint ihr zu dieser Sache? Ich kann Ihnen nochmal für mich die Gedanken noch zu Ende formulieren. Das heißt effektiv, man kann ja auch anders geschützt ausdrücken und sagen, wir Deutschen müssen aussterben, damit die Erde überleben kann, weil wir würden nämlich zwei Erden verbrauchen. Könnte man genauso zu einem Narrativ bedienen. Genau, ja. Mhm. Also generell, die Menschheit muss weniger werden. Wir dürfen uns nicht weiter vermehren. So. Ne? Also ohne das jetzt mal auf Deutschland zu machen, aber... Ne? Der Punkt ist aber, du musst es ja nach dem CO2-Abdruck angucken und danach Deutschen müssen aussterben, weil sie sind für die Erde nicht tragbar. Alle anderen Länder, wo noch so weit im Takt mit ihrem CO2-Bilanz wären, dass die Erde überleben könnte... Aber das wäre ja ein furchtbares Narrativ. Also so oder so. Der Gedanke. Den kann man akademisch schon durchziehen, aber erstrebenswert ist es nicht. Wir sollten eher schauen, dass wir besser werden. Wenn man für sich selbst diese Entscheidung trifft, finde ich das völlig okay. Man sagt, ich will keine Kinder haben, weil XY. Mhm. Finde ich, also das ist so ein Ding, da darf einem keiner reinreden. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne 7 Kinder, finde ich auch völlig okay und würde mich dir da anschließen. Ich persönlich fühle mich davon überhaupt nicht angefasst. Also ich bin da emotional nicht so involviert. Ich finde es aber total übergriffig. Ich finde, es geht aus Höflichkeits- und Übergriffigkeitsgründen überhaupt nicht, Leuten so in Familienplanung reinzureden. Also das ist einfach völlig unmöglich. Das geht für mich auch, also auch dieses, oh, bist du etwas schwanger, wenn man irgendwas nicht isst oder was anderes besonders viel oder wenn man einen dicken Bauch hat oder aus welchen Gründen auch immer.
Oder Mensch, wann macht ihr denn jetzt mal? Ihr seid, lasst euch aber Zeit oder so. Ich finde, dieser Art Dialoge finde ich einfach völlig unangemessen und übergriffig. Das wäre sozusagen mein Argument, solche Äußerungen nicht mehr zu tätigen. Aber ich kann dich total verstehen, und gerade wenn du sagst, dass es dich auch emotional total anfasst, dann noch mehr. Also macht's nicht, Leute. Ich finde den Gedanken dahinter, also Zeitiger hat es ja schon irgendwie, und ihr beide habt es ja eigentlich schon aufgelöst, die Thematik. Ich finde, der Gedanke dahinter ist menschenfeindlich. Ja. Dass der Gedanke dahinter, so wie der Zeitiger das ja auch gesagt hat, wir Deutschen müssen aussterben, weil die Erde kann sich die Deutschen nicht mehr leisten. Das impliziert, dass wir uns nicht ändern können und dass wir es nicht besser machen können. Genau. Ja. Und diesen Gedanken finde ich menschenfeindlich. Ja. Und geht gegen das, was meine Überzeugung ist. So. Ja. Und wenn jedes Mal, wenn ich mit kleineren, also das ist auch wieder, warum ich jetzt auch nochmal auf das Thema komme, weil Jonathan hat ja dieses werdet wie die Kinder gebracht. Das ist nämlich das, wenn ich mit Kindern umgehe, nicht nur mit meinem Kind, sondern auch in meiner Arbeit mit kleineren Kindern oder mit Jugendlichen, und dass ich bin immer so überrascht, wie krass gut diese Menschen sind. Ich kann nur davon, also es gibt natürlich auch Assis, es gibt überall Assis, aber es gibt tolle Menschen. Ja. Und besonders, also traut den Kindern und traut den Jugendlichen auch mal was zu. Die können was. Und sie geben auch einem dazu Halt, auch in der jüngeren Zeit. Ist immer so meine Prämisse. Wenn ich nicht meine Kinder hätte, wäre ich schon längst aus der aktuellen gesellschaftlichen Jugendkultur schon längst raus. Ich würde nichts mehr verstehen. Also das Paradebeispiel ist das Jugendwort, wo man da steht. Meine Tochter findet es dann teilweise lustig, welche Jugendwörter sie scheinbar ausgedacht haben. Und das spricht, so spricht niemand in der Schule. Und das ist so, ja, es sorgt auch dafür, und es sorgt eben auch dafür, dass man eben nicht nur für sich denkt, wie gesagt, sondern auch für andere denkt. Und das ist ja auch etwas, warum ich sage, Eltern zu unterstellen, dass sie nicht an die Zukunft ihrer Kinder denken, in wirklicher Art und Argumentationsweise, das ist einfach auf jeden Fall nicht okay, weil die meisten, wie gesagt, versuchen ihr Bestes und versuchen sich zu ändern. Manche werden Veganer, weil ihre Kinder sagen, wir müssen an unsere Zukunft hier denken und mitdenken. Und das ist der Punkt. Und manchmal kann man auch sagen, vielleicht sind auch gerade die Kinder los und das Problem, besonders wenn sie alt werden, weil sie dann sich bequem gemacht haben in ihrer Weltanschauung und sie sich nicht mehr hinterfragend werden durch Kinder, die ihnen zugetragen würden. Und ja, das also ist halt auch soll jetzt kein Bashing auf Kinderlose sein, ganz im Gegenteil. Aber also ein potenzielles Problem, wenn man nicht dann proaktiv für sich selber ein alternatives Anknüpfungspunkt findet. Wenn du Kinder hast als Elternteil, dann passiert das fast automatisch. Ich habe noch einen Gedanken, den ich der verehrten Hörerinnenschaft auch mitgeben möchte. Das ist, unterschätzt nicht den Einfluss, den ihr auf eure oder andere Kinder habt. Ich habe vor einem Vierteljahr eine Begegnung gehabt, die mich völlig umgehauen hat. Ich hatte, ich war Vikar 2000, also Vikar sind Pastoren, PastorInnen in Ausbildung nach dem Studium, wie ReferendarInnen für Lehrer, so, und Lehrerinnen. Und in meinem Vikariat war ich total unsicher im Bereich Konfirmandenunterricht. Habe das nicht viel gemacht, konnte das auch überhaupt nicht gut. Und dann habe ich 10 Jahre später den Vater eines Konfis, der war auch Kollege, wieder getroffen, der gesagt hat, ach übrigens, mein Sohn studiert jetzt Rallye auf Lehramt und du hast das irgendwie, der sagt immer wieder, wie cool er das fand, dass du da warst damals. Und wie viel, und er sagt, ohne diesen Konfirmandenunterricht und diese Begegnung wäre ich jetzt nicht würde ich jetzt nicht Religionslehrer werden wollen. Ich wusste davon überhaupt nichts, bin total umgefallen, habe den dann in meinem neuen Job als Begleiter von Lehramtsstudierenden für evangelische Religion
wieder getroffen. Der hat mir das erzählt. Ich hatte echt Pipi in den Augen. Also ich musste ein bisschen, war super gerührt. Ich hatte Pipi in den Augen, klingt so doof. Ich war super gerührt, weil ich fühlte mich damals total stunkelig und unsicher mit diesen Jugendlichen und hatte da aber total den Impact, ohne das zu wissen. Und vielleicht geht's ja euch auch so, dass ihr irgendwo mal einem Kind begegnet oder einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen und mit der oder dem eine Unterhaltung habt und dieses Leben echt beeinflusst. Und das ist einfach der Oberhammer. Und es ist überhaupt nicht schwer. Und manchmal passiert es einfach. Ich nenne das dann als Theologe gerne Segen. Aber andere Leute sagen, vielleicht ist Zufall oder whatever. Ist auf jeden Fall total toll und kann halt auch passieren. So. Amen, Bruder. Yay! Er hat's gesagt! Er hat's geschafft, jawohl. Ja. Endlich! Aber zeitiger, was hat das alles mit Rollenspiel zu tun? Ja, wie viele Kinder hast du denn so in deinem täglichen Rollenspiel zu integrieren und wie viele Kinder hast du schon mit Rollenspiel bespaßt, seitdem du Elternteil geworden bist? Ich? Eine Gegenfrage, ja? Also ich habe versucht, ich bin dabei, Rollenspiel in die Arbeit zu integrieren. Also ich arbeite ja mit Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und Rollenspiel, also so das, was wir als Pen-and-Paper-Rollenspiel verstehen, das ist da nicht so vorhanden. Ich versuche das so ein bisschen reinzubringen. Aber Rollenspiel generell ist in unterschiedlichster Form überall. Und das kann ich eigentlich irgendwie auch sagen. Ob es jetzt ganz rudimentär einfach nur um spielmäßig Werwölfe vom Düsterwald ist, was auch ein Rollenspiel ist. Oder sei es irgendwelche kleinen Formen, die man irgendwo hat, spielerischer Art oder pädagogischer Art, sind Rollenspielelemente omnipräsent. Um den Ball mir wieder anzueignen, weil ich bin so gesehen die laufende Spielleitung für meine Neffen und Nichten und meinen eigenen Kindern. Und das hat einfach den Effekt, dass ich dadurch aber auch mit meinem Neffen, mit dem ich sonst eigentlich relativ wenig Berührungspunkte habe, weil wir einfach uns doch irgendwo fremd irgendwo teilweise sind, das ist der Anknüpfungspunkt, mit dem ich dann mit ihm regelmäßig in den Diskurs gerete, weil der hat halt ADHS, was es für mich immer ein bisschen schwierig macht, mit ihm zu folgen oder beziehungsweise ihm nachzukommen. Und irgendwann schweift der ab, aber er ist massiv ohne Medikation an der Stelle fokussiert, weil die nimmt dann nur so den Schulunterricht. Fokussiert, wenn ich mit ihm dann eben so Sachen wie Mausritter spiele. Und das ist der Punkt, wo ich dann eben auch in ein Gespräch komme und auch so Wertschätzung und okay, Strategien und so weiter sehe. Und das ist so einer der Anknüpfungspunkte, wo ich es hinkriege, innerhalb meiner eigenen Familie, durch Rollenspiel eine Verbindung auch wieder zu den Kindern herzustellen. Auch wenn es etwas anderes ist, mit den Kindern der Familie Rollenspiel zu betreiben, im Vergleich zu, ich spiele meine Runden online mit erwachsenen Menschen. Aber ja, natürlich, klar. Das ist trotzdem ein sehr interessantes Vehikel, um eben auch Bildung voranzubringen. Ich finde da zum Beispiel auch, es gibt ja auch verschiedene pädagogischen Arbeitskreise hinsichtlich Rollenspiel als pädagogisches Mittel. Und deswegen ist Rollenspiel etwas, was grundlegend in Kindern auch verankert ist. Und zum Beispiel mit meinem Kleinsten habe ich immer auch sehr viel Monsterjagd gespielt, was einfach nur das Prinzip ist, okay, wir sind jetzt Monsterjäger, geben uns lustige Codenamen und streifen durch den Garten und das Haus und suchen ein Monster. Und würfeln ein bisschen, einfach einfach wegen dem Würfel würfeln und zu entscheiden, okay, geht das jetzt hier lang oder da lang? Oder haben wir das Monster erwischt oder nicht? Müssen wir jetzt mit der Kuscheldecke jetzt nochmal um ins nächste Zimmer schleichen? Und solche Späße. Und ja, deswegen ist das auf jeden Fall eine Sache, warum Kinder und Rollenspiel und auch wie man eben die Kinderarmut an Fantasie so gesehen aktiv bekämpfen kann mit Rollenspiel, ist durchaus ein Thema für sich selbst. Jonathan, hast du das auch? Rollenspiel mit Kindern? Ich habe gerade mehrere Assoziationen. Das erste ist, dass in-game Kinder mir irgendwie sehr selten begegnen. Letztes Mal, dass mir in-game... Das muss ich ändern.
Ich bin gespannt, Koali. Ich bin gespannt. Vielleicht hat er. Vergiss nicht, dein Lines and Ways Dokument dabei abzuklopfen, ob nicht eventuell Schaden für Kinder eventuell ausgeschlossen ist. Das letzte Mal, als mir Kinder im Rollenspiel begegnet sind, habe ich sie tatsächlich quasi instrumentalisiert. Da waren sie nämlich Fracht in einem Container, von dem die Spielercharaktere nichts wussten. Und da mussten sie damit umgehen. Und sonst ist mir tatsächlich Kinder und Rollenspielen beim, ich habe mal ein oder zwei Runden PP&P gespielt, aber das ist ja mehr Comedy und also da ist es mir eher in einer unernsten und Comedy-Satire-Variante begegnet. Ich selbst bin ja so mit 11, 12 zum Rollenspiel gekommen, da ist man ja auch irgendwie gerade noch Kind. Und da ging es dann irgendwie auch darum, wer kann sich bei DS, wer kriegt als erstes irgendwie das Schiff, was jetzt in der neuen Seefahrerbox vorgestellt wurde und so. Und wer kriegt den meisten Loot aus dem Dungeon und so. In meiner Arbeit, das meiste, was mir an Rollenspielen begegnet ist im Thema Konfi und Jugendarbeit, ist Werwolf im Düsterwald. Und ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es abgrundtief, weil wenn man das mit, also immer, wenn ich es mit Konfis gespielt habe, war ich erstens auf Freizeit in der ersten Runde tot, weil alle, wir bringen den Pastor um. Und dann muss man 3 Stunden da sitzen und die Kreativität hielt sich in den Runden, wo ich war, ehrlich gesagt, immer in Grenzen. Lass doch das mal Fiasko probieren, da stirbst du wenigstens nicht so gleich so schnell. Also ich empfand das immer eher als Anfechtung und wo ich die Möglichkeit habe, verweigere ich mich diesem Spiel heute, weil ich also wirklich, nee. das ist einfach eine Sache, die ich nicht sehr schätze und ich würde mir aber wünschen, ich könnte es noch anders in die Arbeit integrieren und mal gucken. Also vielleicht, Goali, müssen wir uns da mal irgendwie zu einem separaten Zoom zusammensetzen. Ich bin da sehr dran interessiert, hab da auch sehr Bock drauf, aber noch ist es nicht so weit. Meine Tochter allerdings liebt meine Würfel und sagt immer, Würfel haben, weil die halt so schön bunt sind. Und wer weiß, vielleicht spielen wir irgendwann Mausritter oder was auch immer. So beginnt es. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, okay. Vielen, vielen Dank an euch, dass wir wieder über eine Stunde gequatscht haben. Fand es wieder sehr, sehr interessant. Wie immer mit euch. Und danke an euch da draußen, dass ihr uns zuhört. Wenn ihr irgendwie was zu dem Thema zu sagen habt, lasst es uns auf jeden Fall gerne wissen. Wir wollen alles hören zu euren Meinungen von Kinder über Kinder und Zukunft. Wie seht ihr die ganze Thematik rund um die Kindergrundsicherung, rund um die Finanzierungsmöglichkeiten, rund um generell Möglichkeiten für Kinder in der Gesellschaft? Was würdet ihr ändern? Also wir hatten das mal Wahlalter ab 16 und diese Rollensache. Und mehr Bürgerräte für Deutschland. Und vergesst mein Rätsel nicht. Hört die alten Folgen nochmal und sagt versucht rauszufinden, wo der Zeitiger das P-Wort gesagt hat. Ja. Was so gar nicht kinderkompatibel ist. Nein. Ja, diese Folge habe ich mal ausgesprochen, weil du mich dazu genötigt hast. Kann auch sein, dass es im nicht aufgenommenen Vorgeplänkel oder nach Das Gute ist ja, dieser Podcast ist auf YouTube ja zumindest nicht monetarisiert, also generell nicht monetarisiert. Das heißt, wir können Penis sagen, so viel wir wollen. Im Übrigen, ich habe ja gerade gewitzelt, es sei nicht kinderkompatibel. Bullshit, stimmt nicht. Lasst eure Kinder ihren Körper richtig benennen. Ist total wichtig. Weil wenn das Kind zu irgendwem anders kommt und sagt, XY hat mein Schmuckkästchen angefasst, das funktioniert nicht. Ja, anderes Thema, aber hier. Vielleicht schneiden wir das auch raus. Dann muss ich mich daran erinnern, wenn ich dieses Ding schneide. Mal gucken. Ich setze es dir noch in Absprache rein, aber tatsächlich fragte letztens eine Freundin meiner Frau,
ob denn, also die ist Engländerin, ob denn Mumu ein richtiges deutsches Wort wäre. Und dann denke ich mir so, Alter, nein. Lassen wir das mal so stehen und Das richtige Wort wäre Vulva. Richtig, genau. So. Das Wo ist ich jetzt so. heute alle Geschlechtsorgane des menschlichen Körpers benannt So, und alle, die eine Folge über diese Thematik haben wollen, Leute, lassen bitte einen Kommentar. Damit können wir, so was den Gesichtsausdruck angeht, Jonathan ziemlich quälen gerade. Wir lesen alle seltsamen Bezeichnungen für primäre Geschlechtsorgane vor. Eine ganze Folge lang. Mach mal einen neuen Podcast draus. Eine Stunde, ja. Wir nennen ihn Strohlaum. So, bevor das jetzt noch vulgärer wird hier. Das ist nicht wirklich, das wäre völlig kinderkompatibel. Um Gottes Ja, Willen. drei erwachsene Männer, die hier anfangen. Egal. Gut, bis zum Ja, nächsten Mal. Penis Ciao. fragen, wie das droht hier.